Willkommen bei meinem neuen Video. Ich habe für euch einen kleinen Rossmann-Haul. So, ich habe insgesamt, beziehungsweise wir haben für insgesamt 49 Cent eingekauft. Zusammen mit der schönen App und 10% und so weiter anderen Coupons haben wir 7,19 € Rabatt gekriegt und für 51,30 € eingekauft somit. Ich finde das immer schön, diese Apps, die sind, beziehungsweise mir bringen die immer was. Seht ihr das? Da. 7,19 € minus. Ja. Ich habe gekauft, einmal haben wir keinen Puder mehr. Die gefällt mir am allerliebsten von den Pinaten. Es gibt natürlich auch die günstigere Variante, aber die gefällt mir am allerliebsten. Dann habe ich einfach wieder Nachschub. Ganz, ganz viel Kaufmann-Creme. Ja, eine nimmt sich die Leonie. Das ist ja bei ganz vielen Sachen, ne? Für Lippen, wenn man Lippen, kaputte, gerissene Lippen hat, wenn man irgendwie Hautprobleme hat, Wunden hat und trockene Haut hat. Ach, wie Vaseline, das kann man so viel anwenden. Wie für Anna bin ich total glücklich mit, deswegen 4 für Anna und 1 ist für Leonie. Dann haben wir hier einmal für unsere Flaschen, da sie ja schon 7 Monate wird, einmal 6 Monate plus genommen. Zwei Stück, ja, mit den, die sind so super Flaschen, bin ich auch richtig happy mit und ich glaube Anna auch. Dann habe ich einmal diese Nudelchen, ab 12 Monate sind sie ja, sie sind hier drei verschiedene Sorten, Tomate, Spinat, bunte Bio-Nudeln für 1,95 €, ja, kann ich nicht meckern, der Anna hat es gefallen. Und das habe ich jetzt zum Ausprobieren mitgenommen. Gemüsenudeln, Karotten. Freche Freude. Freunde, freche Freunde. Kann man nicht mehr lesen. Ja, mal gucken. Das hat auch, glaube ich, 1,95 € gekostet. Kann ich euch danach einblenden. Vielleicht hat da jemand Erfahrung mit, ich weiß nicht, 25% Gemüse. Mal schauen. Dann habe ich auch schon zum wievielten Mal, nehme ich das gerne für Anna, Saft, Wasser, Multifrucht mit Karotten. Ja, sie trinkt irgendwie gerne eigentlich nur Stillwasser. Sehr selten auch selbst Tees. Das macht sie nur ein paar Schlöckchen und will nicht. Und das kaufe ich ihr ab und zu. Auch nicht immer. Ab und zu, wie gesagt, für zwischendurch. Auch hier milder Apfel, Fenchel, Biosaft. Ab 5 Monate. Die trinkt sie ganz gut. Ja, dann habe ich schon wieder eine neue Haarfarbe für mich. Und zwar, ich war ja früher so, habe ich euch ja mal erzählt, also Mahagoni-Farbe. Vielleicht habe ich irgendwo noch Fotos. Das ist jetzt dunkles Rotbraun. Es kommt dem sehr, sehr ähnlich. Ich habe jetzt nicht pur Mahagoni genommen, weil eben die anderen Haarfarben mit viel Ammoniak, also mit viel Chemie. Und ich bin mit diesem hier Perfect Mousse Schaumkralle zu Koloration, mein Gott, ist das lange Wort, super, super gut zufrieden. Der hält bei mir leider nur 3 Wochen, aber eben das ist ohne Ammoniak, also 0%, zumindest ich glaube, dass es da drin auch so wirklich ist. Ja, die Haarfarbe reicht auch nur eine für meinen Kopf, obwohl ich so dickes Haar habe. Egal welche Länge, bis jetzt hat mir diese eine Päckchen ausgereicht. Mal gucken. Wie gesagt, ich warte noch ein paar Wochen und dann bin ich wieder anders für euch. Die habe ich jetzt entdeckt. Ich weiß nicht, habe ich noch nicht probiert. Aktivkohle. Momentan ist ja alles mit so Kohle verbunden. Ganz, ganz viel in Medikamenten, in Cremes, für, ne, Gesichtsmasken und alles. Gegen Mitesser und ja, mal gucken, auch Pulver haben wir ausprobiert, aber so eine von Colgate, die war jetzt für 99 Cent reduziert beim Rossmann. Ja, mal gucken. Sensation White Aktivkohle, mal ausprobieren, vielleicht glänzen die Zähne mal schön. Dann habe ich mich ganz, ganz toll gefreut, dass mein Mann ausgesucht hat für sich Deo, ja, von Bruno Bonani. Das hat ihm jetzt am meisten zugesagt von allen Sorten, obwohl mir der bunte zum Beispiel auch gefallen hat, aber ich
mag diesen zum Beispiel auch ganz gerne. Und deswegen cool, dass er ihn mitgenommen hat. Leonie hat für sich ausgesucht 8x4. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß nicht, 84, 8x4. Ich nehme mal an, 8x4. Für also 0 Aluminium Deodorant und dann 48 Stunden. Der riecht so cool blumig. Ich weiß nicht, wie ich. Für mich ein bisschen nach Wassermelone, irgendwie, keine Ahnung. Es ist so ein richtig toller Duft. Hab jetzt gar nicht geguckt, ob das jetzt für kurze Zeit ist oder nicht. Könnt ihr mir eventuell schreiben, ob der schon immer im Regal war. Den fand ich zum Beispiel jetzt auch richtig schön. Ich habe für mich sowas hier entdeckt. Der ist ja nicht unbedingt günstig, 4,95 €, aber das reicht mir für länger. Denn er riecht so cool. Davon gibt es zwei Sorten. Eine ist, glaube ich, etwas rosa und die ist grünlich, türkis. Ja, für 24 Stunden Wirkung. Wunderlife, also Leaf, keine Ahnung, wie es man richtig ausspricht, Deodorant. 99,9 natürlichen Ursprung, ohne Aluminiumsalze. Ich kann euch gar nicht beschreiben. Also hier sind so Blumen drauf. Ja, aber den kannst du gar nicht zu viel haben, glaube ich. Also ich habe den jetzt viermal auf mich drauf gesprüht. Der riecht kaum an mir. Obwohl super, super angenehm, so leicht. Sowas liebe ich. Also für mich ist er etwas teuer für so Deodorant. Das ist das erste Deodorant-Deo, sagen wir mal, was ich mir gegönnt habe, überhaupt für 5 € zu kaufen. Echt teuer. Aber ja, ausprobieren lohnt sich und der ist richtig, richtig toll. Mal gucken, für wie lange ich den jetzt, ne, nutze. Für wie lange er mir ausreicht. Dann haben wir hier Dentinox Gel für Zahnungshilfe. Das habe ich auch für meine anderen drei genommen. Inzwischen, ich meine, der war günstiger. Inzwischen ist er sehr teuer geworden, auch bei 5 € fast. Ja, aber das ist so gut, das hilft. Und das hilft auch sogar, wenn Kinder oder wir Erwachsene auch irgendwie Entzündungen im Mund haben. Einfach sauber machen die Wunde damit. Wunderbar, es heilt sofort und ja, ist immer bei uns in der Apotheke drin, auch wenn wir keine kleinen Kinder haben zum Beispiel. Die habe ich schon seit, ich glaube, ja, ich bin nach Deutschland gekommen, da war ich 11, 1997. Ich glaube, seit 99 ungefähr, 2000 sicher, da habe ich schon immer diese Salbe genutzt. Da habe ich da früher vom Kinderarzt, vom Apotheke mitgenommen. Dann habe ich beim Rossmann entdeckt. Und damals war, glaube ich, Rossmann irgendwie anders, glaube ich, hieß er. Ja, genau. Teuer, aber der ist gut. Dann haben wir das hier mitgenommen für Anna. Zwei Stück Fingerzahnbürste. Ja, zu wohltuenden Massage und Reinigung. Probieren wir mal aus. Kenne ich so nicht. Zum Beispiel bei meinen hatte ich, glaube ich, was anderes gehabt zu Hause. Ich bin mir da nicht mehr so 100% sicher. Aber ja, ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht. Ich pack mal aus. Ich glaube, ich kann das kaputt machen, oder? Ach so, okay. Da ist jetzt nee, nichts mehr drin. Tatsächlich solche Gummifingerlinge. Auf einer Seite sind so Noppen drauf und hier ist so eine Bürste auch aus Silikon. Ganz interessant. Ich weiß nicht, wer kennt das von euch, für eure kleinen Kinder. Wie war das? Ist das gut oder nicht? Könnt ihr mir gerne schreiben. Ja, dann darf das hier nicht fehlen. Natürlich ist Annas Lieblings Abendbrei Gris Vanille. Ab 5 Monate, der war auch im Angebot für 90 Cent. Ich glaube, der kostet meistens 90 Cent. Mal ist ja auch, habe ich schon mal für 80 Cent gekauft. Den isst sie auch manchmal morgens, wenn schnell gehen muss oder allgemein nehme ich den gerne, falls ich irgendwie zu Besuch fahre oder irgendwie mit einkaufen und gerade das Mittagessen verpasst oder so, dann es macht satt und schmeckt lecker. Was ich entdeckt habe, das ist das alte Design, sagen wir mal so, ne, davon war, glaube ich, nur noch zwei Gläschen drin. Alles andere ist jetzt
in dem Design. Finde ich fast noch schöner eigentlich. So ein schönes Gelb, Abendbrei, Gris Vanille. Hier steht noch Bio-Vollmilch aus Deutschland. Auch 5 Monate. Also, wenn man hier den nimmt und den nimmt, ich weiß nicht, ich finde den neuen schöner irgendwie. Ja. Wir haben noch so eine süße Brille, Sonnenbrille mitgenommen für die Anna beim Rossmann. Die hat mir einfach nur so cool gefallen und Leonie auch, weil sie eben diese kleine süße Schleifchen hat. Und ich weiß nicht so, ihr Design ist einfach zuckersüß. Ja, ist minimal bisschen groß noch, aber die Kleine hatte es schon auf und finde es interessant. Natürlich muss man voll aufpassen, damit sie eben beim Abmachen sich nicht ins Auge kommt. Ja, da wird auf jeden Fall aufgepasst. Aber total so süß. Das Video ist nun hiermit zu Ende. Also, das war's mit meinem Rossmann-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Er war kurz dennoch, aber ich habe euch meine schönen Artikel gezeigt, meine Meinung mitgeteilt und meine Erfahrungen. Und das könnt ihr auch gerne immer bei meinen Videos gerne machen, eure Erfahrungen mitteilen. Das macht ja meine liebe Hilde. Ne? Sie spricht mich immer an und teilt auch ihre Meinungen und Erfahrungen mit. Das finde ich immer super, super schön. Deshalb grüße ich dich wieder, meine Liebe. Und ich hoffe, dir und deiner Familie, deinen Kindern geht es gut. Ja, und hiermit, wie gesagt, zu Ende. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Bleibt gesund. Habt schöne, schöne, warme und sonnige Tage. Und bis zum nächsten Video.